Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Genus Solo. Wir spielen Cthulhu Death May Die. Wir suchen uns einen großen bösen Alten aus, wählen eine Episode und noch ein paar Ermittler dazu und dann geht es gegen das Böse. Und da wünsche ich viel Spaß dabei. Ja. Liebe Freunde von Horror Brettspielen, heute geht es los mit der regelplay tour zu Cthulhu: Death May Die. Vor einiger Zeit hatte ich ein kleines Voting auf meinem Kanal geschaltet, da ging es darum, die Arkham Horror Nächte bei Genus solo mal wieder aufleben zu lassen. Diese Rubrik beschäftigt sich mehr so um Spiele um den Arkham Horror Mythos Cthulhu HP Lovecraft. dieses Spiel Cthulhu Death May Die hat nichts mit Arkham Horror zu tun. Das ist einfach nur eine Rubrik, die ich so ein bisschen als Deckmantel für diese Präsentation benutze, aber das Spiel denke ich mal thematisch wird riesengroßen Spaß machen. Ich hoffe, ihr wird es auf alle Fälle Spaß machen, denn ich würde sagen, wir starten jetzt ganz einfach damit, uns einen großen Alten auszusuchen, eine Episode, und dann zeige ich euch, wie das Spiel funktioniert. Achtung, ich werde natürlich in diverse Boxen hineinschauen müssen. Es hat aber tatsächlich nichts mit irgendwelchen Spoilern zu tun. Es sind ganz einfach Szenarien, die ihr euch geben könnt, die an die Rahmenbedingungen für dieses Spiel festlegen. Und die sind halt relativ unterschiedlich. Es gibt aber keine narrative Geschichte oder irgendwas, was ihr euch hier vorwegnehmt. Das Einzige, was gegebenenfalls weggenommen wird, ist der kleine Überraschungseffekt, wenn ihr das erste Mal diese Box öffnet. Dennoch, wenn irgendjemand nicht wissen möchte, was in diesen kleinen Boxen drin ist, obwohl ich ja nur zwei öffne, und zwar eine von einem großen Algen und eine von einer Episode, der sollte jetzt am besten ausschalten, denn ich möchte nicht der Böse sein, der jetzt euch irgendetwas weggenommen hat, indem er euch irgendwas gezeigt hat, was er nicht wollte. angehen, die Warnung, ich öffne zwei kleine Boxen, hat aber nichts mit einer Geschichte zu tun. Okay, dann lasst uns mal loslegen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Setup an. Das erste, was ihr benötigt und rauslegen solltet, ist dieses Storyboard. Und dieses Storyboard werden wir jetzt gleich bestücken, indem wir uns einen großen Alten aussuchen, eine Episode, und hier drauf die Rahmenbedingungen für unser Spiel festlegen. Bei dem Spiel geht es darum, einen großen Alten zu besiegen, doch die Gegebenheiten, die Örtlichkeiten sind von Episode zu Episode total unterschiedlich und wie ihr den großen Alten besiegt, welche Monster in dem Spiel vorkommen, alles das wird über diese Rahmenbedingungen ausgelöst. Das heißt also, jede Episode für sich hat immer das gleiche Ziel, aber hat unterschiedliche Möglichkeiten, wie er dazu kommt. Und das werden wir jetzt, wie gesagt, gleich bestücken. Des Weiteren solltet ihr euch bereitlegen, die diversen Würfel, die wir hier in dem Spiel haben. Und wenn ihr nicht schon getan dann natürlich aus dem Stanzbogen die kleine Tokens ausstanzen und vielleicht irgendwelche Sortierschachtel oder neben die neben das Storyboard bereitlegen, damit ihr es immer griffbereit habt. Als nächstes suchen wir uns einen großen bösen alten aus, gegen den wir ziehen wollen und da haben wir im Basisspiel zwei Stück und zwar Cthulhu selber und Hastor. Ich werde in dieser Präsentation nur Material aus dem Basisspiel von Cthulhu Death May Die euch Zeigen. Alles was über Kickstarter kam, was über die zweite Season, also die Erweiterung zur Cthulhu Death Medaille noch dazu kommt, das bringt nur neue Episoden, also neue Rahmenbedingungen, neue große Alte ins Spiel. Ich glaube mittlerweile sind es schon fünf oder sechs Stück, also eine ganze Menge, was es da für Möglichkeiten gibt und das Spiel immer wieder anders Aussehen zu lassen. Und ihr werdet es dann sehen, jedes Spiel wird sich dadurch immer wieder anders anfühlen. Aber wie gesagt, ich möchte das hier auf diese Sache beschränken. Des Weiteren ein Hinweis von mir: Mein Material, was ich hier habe, ist in englischer Sprache, weil ich die Kickstarter-Version habe. Aber keine Angst. Ich werde alles ins Deutsche, soweit es geht, übertragen. Die meisten Sachen sind selbsterklärend. Da braucht's nicht irgendwelche sprachlichen Kenntnisse. Aber dennoch nicht, dass es ihr euch wundert, dass das alles in Englisch ist. Das Spiel gibt's natürlich auch in Deutsch. Und da könnt ihr euch natürlich die deutsche Version auch holen. Ist quasi das Gleiche, die gleichen Sachen drin im Basisspiel wie jetzt hier in der Englischen welchen großen alten nehmen wir das will ich tatsächlich mal nicht den zufall überlassen zufällig werde ich nachher einfach nur die episoden bzw. die charakteren wählen hier möchte ich gerne mit Hastor spielen. Liegt ganz einfach daran, dass Casulo wahrscheinlich schon in den meisten Playthroughs irgendwo zu sehen ist und die meisten können ihn vielleicht gar nicht mehr sehen, weil es immer dieselbe Miniatur ist, die auf dem Feld ist. Obwohl die Episode, wie gesagt, das Spiel immer komplett anders ist. Und jedes Mal, wenn ihr selbst die gleiche Episode spielt, wird auch da das Spiel immer wieder anders sein, weil es noch viel andere Sachen gibt, die dieses Spiel beeinflussen. Ob es die Charaktere sind, ob es die Gegenstände sind, die ihr findet, die Mythoskarten sind, die ihr zieht. Also das Spiel wird jedes Mal selbst mit die Rahmenbedingungen anders sein, aber meine Entscheidung wird dahingehend jetzt hier bei Hastor liegen und dann gucken wir als erstes mal in diese Box hinein. Und dann habe ich hier mal alles aufgebahrt, was in dieser Schachtel drin ist. Und das ist auch kein Geheimnis. Das steht außen sogar drauf, was hier alles drin ist. Das hat ganz einfach den Zweck, warum man das in diese Boxen hineintut, damit man es nach dem Spiel wieder trennen kann. Weil wie gesagt, jeder große Alter hat andere Rahmenbedingungen, jede Episode hat andere Rahmenbedingungen und damit man nicht immer so viel sortieren muss, hat man diese Boxen dahingehend dafür gemacht. Das heißt, wenn ihr dann fertig seid, tut ihr die Miniaturen wieder rein, die Karten wieder rein, gegebenenfalls die Tokens wieder rein damit ihr das nächste Mal, wenn ihr wieder mit Hastor spielt, gleich auf dieses Material zurückgreifen könnt. Was haben wir alles drin? Wir haben natürlich Hastor selber, die große Miniatur. Dann haben wir hier noch ein paar Schergen von ihm, sind neu dabei. Dann Monster- oder Kultisten-Aktivierungskarten, je nachdem, was es halt ist. Kommen jetzt ins Spiel natürlich die Verhaltenskarten vom großen Alten. Diverse Mythoskarten, die das Spiel natürlich richtig schwer machen werden. Und ein paar Tokens spielen auch eine Rolle. Ihr seht, die sind nicht ausgepanscht für mich, das heißt... Hasto ist für mich eine Premiere, deswegen habe ich ihn auch gewählt, um einfach den Überraschungseffekt selber zu haben beim Spielen, wie das Ganze funktioniert. Und dann werden wir das halt alle gemeinsam jetzt miteinander erleben. Platzieren wir doch mal das Material, was wir jetzt als erstes bekommen haben, und zwar aus der großen alten Box. Wir haben die große Miniatur von Hastor. Die hat einen festen Platz am Anfang, und zwar kommt sie hier ganz links auf diesen Track von diesen grünen Kreisen. Was das bedeutet, wie das funktioniert, werde ich euch natürlich dann im Spiel noch erläutern. Dann haben wir hier unten links den Bereich. Für die Schergen des großen Alten. Und haben wir diese Karte dazu bekommen, die beschreibt ganz einfach, wie sich halt seine persönlichen Untergebenen verhalten. Und dafür gibt es halt den Platz. Und deswegen legen wir diese Karte hier so drauf. Die Miniaturen, die dazu kommen, die legt einfach zur Seite. Die kommen natürlich dann später aufs Brett, wenn dann die entsprechenden Minions spawnen. Als nächstes benötigt ihr die Karten vom großen Alten. Die haben meist dasselbe Porträt, aber unterschiedliche Eigenschaften. Die kommen dann im Laufe des Spiels immer dazu, je nachdem in welchem Stadium sich der große Alte befindet. Sortiert sie entsprechend ihrer Wertigkeit geringstes nach oben und platziert sie halt direkt so hier drauf, dass halt Stage 1 ganz oben liegt. Die 8 Mythos-Karten legt ihr erstmal zur Seite, die werden wir gleich benötigen, um später dann, wenn ihr mit dem Spiel fertig seid, sie wieder in die Schachtel herauszusortieren, habt ihr hier unten immer die Angabe. Woher diese Karte kommt. Also, somit könnt ihr auch das sehr leicht differenzieren. Legen wir erstmal zur Seite. Natürlich die Tokens schon mal auch bereitlegen, die werden wir natürlich jetzt hier auch mit verwenden. Doch wir haben noch zwei Bereiche auf unserem Storyboard frei. Das hängt nämlich mit den Episoden zusammen und die gucken wir uns als nächstes an. Das Basisspiel von Cthulhu Death May Die kommt mit sechs verschiedenen Episoden, die, wie erwähnt schon, die Rahmenbedingungen des Spiels festlegen, wo ihr den großen Alten besiegt und unter welchen Bedingungen ihr ihn besiegen könnt. Und wie gesagt, zwei große Alten gibt es im Basisspiel. Habt ihr schon mal zwölf komplett unterschiedliche Spiele, davon könnt ihr schon mal ausgehen. Aber auch innerhalb der Episoden, innerhalb des großen Alten gibt es so viel Variation, sodass hier jede Menge Spielspaß ist. Ich persönlich, ich kenne nur Episode 1. Alles andere ist für mich Neuland. Ich will es aber trotzdem mal riskieren, einen Playthrough zu machen, der für mich komplett unbekannt ist. Alleine Hasto ist für mich unbekannt und jetzt vielleicht noch eine Episode. Ich werde es auswürfeln. Sollte ich jetzt eine 1 werfen, dann habe ich den Vorteil, dass ich die Episode schon kenne und dann vielleicht auch etwas besser mit der Taktik vorgehe. Aber vielleicht kann ich auch total schief laufen und das Ganze kann in die Hose gehen. Weiß ich nicht. Alle anderen Sachen sind für mich Neuland, aber ich will es trotzdem riskieren und eine richtige Zusammenhänge. Story gibt es hier nicht. Das sind wie gesagt nur die Rahmenbedingungen. Und dann gucken wir mal. Und wir haben eine 3, eine 3 ist hier unten, Episode 3. Dance Macabre. Okay, mal sehen, was hier drin ist. Auch hier habe ich die Schachtel mal komplett geleert und hier aufgebahrt, was alles drin ist. Es ist. Nicht wenig was drin ist, klar, keine Miniaturen, aber jede Menge Karten und Token. Und wir bekommen natürlich eine Übersicht, was hier drin ist. Und einen kleinen Einblick, um was es in dieser Episode geht. Dance Macabre, Staffel 1, Episode 3. Eine schicke Dinnerparty mit maskierten Tänzern mit dem Thema exotische Tiere aus dem Orient. Oh, reich und sinnlos zu sein. Aber diesmal ist ein Kult anwesend, der den Tanz dazu benutzt, um sich unter die Gäste zu mischen und die Beschwörung vorzubereiten. Wir müssen die Zauberer finden und töten, bevor sie die Tänzer als ersten Gang benutzen. Okay, dann haben wir also den groben Einblick, was zu tun ist. Die Beschwörung wird stattfinden. Sie wollen den großen Alten, in dem Falle Hastor, beschwören. Und die Rahmenbedingung ist, dass wir uns auf einer Maskenparty, Dinnerparty befinden. Deswegen wahrscheinlich auch hier diverse Token mit Tänzerinnen und Tänzern. Was das ist, keine Ahnung. Werden wir wahrscheinlich dann alles jetzt im Spiel miterleben, was das alles ist. Dann haben wir auch hier acht. Mythos-Karten. Wir hatten ja über Hastor schon acht Karten herausgeholt. Auch hier eindeutig dann, zu welcher Schachtel dann diese acht Karten gehören, wenn ihr sie dann nach dem Spiel wieder zurücksortiert. Legen wir sie schon mal zu den anderen Mythos-Karten, die ich bei Hastor rausgeholt habe. Dann haben wir hier diverse Erkundungskarten. Es sind 15 Stück drin. Das sind meist Gegenstände, Begleiter und und und, die wir während des Spiels finden können. Des Weiteren gibt uns die Episode vor, welche zusätzlichen Monster nehmen, die von Hastur noch ins Spiel kommen. Das sind einmal hier Deep One und die Jägerschrecken Hunting Horror. Also auch diese Kreaturen werden jetzt eine Rolle in dieser Episode spielen. Und zu guter Letzt haben wir noch in die Episodenkarten mit etwas Text. Gucken wir uns gleich an bestimmte Interaktion, die wir in dieser Episode machen können und ganz wichtig, und das werden wir jetzt auch gleich tun auf der Rückseite, ist der Aufbau dieses Szenarios. Und dann suchen wir uns jetzt die entsprechenden Raumteile, Token, Monster raus und bauen das Ganze mal auf. Sehen wir uns hier mal die Örtlichkeit an, wie ich sie gemäß dieser Aufbaubeschreibung unserer Episodenkarte platziert habe. Ihr habt auf den kleinen Raumteilen überall Zahlen und Buchstaben, nehmen wir uns mal eins hier. Raus, da haben wir hier zum Beispiel hier unten die 15b, auf der Rückseite ist dann die 15a und dann wisst ihr genau hier unten 15b, welche Seite und welches Teil platziert wird und anhand welche Ausrichtung das Ganze hat. Das könnt ihr grafisch relativ einfach erkennen. Ihr seht, wir spielen hier auf zwei Ebenen. Wir haben einmal die erste Etage und wir haben eine kleinere zweite Etage und jetzt werden wir natürlich noch Weitere Token und sonstige Komponenten auf das Spielfeld platzieren. Für den weiteren Aufbau dieser Episode habe ich mir jetzt alle relevanten Token und Miniaturen herausgesucht. Übrigens bei den Miniaturen das was auf der Hastur Schergenkarte ist und das was über die Episode an Schergen dazu kommt diese Miniaturen die könnt ihr euch schon mal zur Seite legen die werdet ihr im Spiel benötigen alle anderen Miniaturen alle Kreaturen die keine Rolle spielen in dieser Episode oder mit diesem großen alten die benötigt ihr überhaupt nicht könnt ihr zurück in die Box tun habt ihr etwas Platz auf dem Tisch und da werde ich die Komponenten entsprechend dieser Angabe auf die Raumteile platzieren. Aber Achtung, wir müssen vorher noch etwas vorbereiten, denn wir haben ja maskierte Tänzer hier in unserer Episode und darunter sind... Zauberer. Die Zauberer sind symbolisiert hier mit diesen Symbolen. Die normalen Tänzer sind diese Sache. Es sind insgesamt 18 Token, haben aber auf der Rückseite alle das gleiche Symbol. Und die werden wir jetzt mischen. Und zwar für die erste Etage benötigen wir 10 Token. Davon müssen aber zwei Zauberer sein. Also zwei Zauberer und 2, 4, 6, 7, 8 diese werden jetzt gemischt und dann in die erste etage platziert auf die entsprechenden sachen das gleiche für die zweite etage da benötigen wir auch zwei zauberer und die verbliebenen sechs tänzer auch natürlich gemischt und platziert bereiten wir wie erwähnt zuerst den pool der maskierten zwei zauberer und acht ganz normale tänzer und dann mischen wir das ganze mal Gut durch, damit wir auch ja nicht wissen, wo sich hier diese Zauberer verstecken. Und dann platzieren wir gemäß dieser Legende die ganzen Sachen von oben nach unten. Ganz im Norden haben wir ein tiefes Wesen, einen Deep One. Kommt aus der Küste Waterfront und deswegen ist ja wahrscheinlich auch ein Spawn-Marker, weil aus solchen kreisrunden Sachen werden immer wieder neue. Monster kommen und wahrscheinlich werden es hier auch die Deep Ones sein, die jetzt hier von der Küste in unsere Location stürmt. Ein weiteres tieferes Wesen ist hier an dieser Stelle und dann haben wir schon die ersten zwei Masken und die kommen hier hin. geht es weiter direkt in den Ballsaal hinein. Da ist schon ein Kultist drin, das ist wahrscheinlich einer, der sich nicht verkleiden wollte, der ganz offensichtlich rein ist und dann kommen... Zwei an diese Stelle und vier bleiben hier unten, und da bleiben noch zwei übrig. Und die kommen natürlich jetzt auch noch ins Spiel. Weiter im Süden der ersten Etage: auch hier schon ein aufgedeckter Kultist und eine Treppe haben wir. Da kommen wir wahrscheinlich in die erste Etage. Dann haben wir hier einen Jägerschrecken, und dann habe ich hier ein Teil vergessen, was ich noch platzieren muss. Und zwar hier eine Art Eingangshalle. Klar, Startspieler-Token kommt nämlich hier drauf, denn hier beginnt unser Abenteuer. Dann haben wir hier noch einen weiteren Kultisten, ein weiterer Bereich, wo Monster spawnen können. Und die verbliebenen zwei maskierten Token kommen hier in diesen Raum. Zweite Etage, natürlich hier auch wieder zwei von den Zauberern, dann die diverse Tänzer. Die mischen wir alle schön durch, damit wir auch nicht wissen, wo sich die ganzen dann befinden. Platzieren. Ein blaues Spawn-Token an dieser Stelle. Dann zwei Kultisten. Einer auf der Seite und einer auf der Seite. Und die Treppe kommt hier unten an. Und dann verteilen wir noch die Maskierten. Da zwei, hier zwei. An diese Stelle 2 und an diese Stelle. Bei den Raumteilen müsst ihr jedoch bei dem Aufbau etwas beachten. Es gibt Raumteile so wie dieses, das ist als kompletter Raum gekennzeichnet. Dann habt ihr diese Pfeile, die immer kennzeichnen, wo gegebenenfalls ein weiterer Raum entstehen kann, wo man durchgehen kann. Diese Sachen gibt es auch teilweise direkt auf so kompletten Planteilen. Dann habt ihr hier eine Trennwand und da links und rechts ein Pfeil. Wenn das ist, bedeutet das, dass man in jede Richtung durchgehen kann. Sollte man nur auf einer Seite ein Pfeil sein, das ist meistens, wenn man andere Raumteile zusammenlegt, dann ist dort kein Durchgang. Es müssen immer beide Pfeile zueinander zeigen, erst dann ist es ein Durchgang, eine räumliche Trennung auf alle Fälle mit den Pfeilen, sodass die Kultisten zum Beispiel jetzt hier in zwei getrennten Räumen stehen. Okay, dann haben wir erstmal die Episode aufgebaut, aber wir wissen immer noch nicht direkt, was wir zu tun haben. Und dafür haben wir natürlich auch die Rückseite und die platzieren wir auf unser Storyboard. Befüllen wir noch das Storyboard und zwar natürlich die Episodenkarte. Wir haben den Aufbau fertiggestellt. Jetzt kommt die Rückseite zum Tragen. Gucken wir uns gleich an, wie das Spiel dann funktioniert. Kommt an diese Stelle, um sich immer zu vergewissern, was müssen wir tun, was haben wir für weitere Aktionen. Aber wie gesagt, komme ich gleich drauf zu sprechen. Dann hatten wir in der Episode ja noch die Scherken, die über diese Episode dazu kamen. Das waren die tiefen Wesen und die Jägerschrecken. Und die kommen an diese Stelle. Das heißt, diese vier Gegnertypen werden wir jetzt in dieser Episode haben gegen Hastor. Alle anderen werdet ihr nicht benötigen, alle anderen Miniaturen könnt ihr aus dem Spiel entfernen. Und dann hatten wir noch die Erkundungskarten, die 15 Stück, die habt ihr gut gemischt und neben das Spielfeld bereitgelegt. Und dann jeweils acht Mythoskarten, acht aus der Episode und acht von Hastor. Und die werden jetzt gut miteinander gemischt. Denn das ist jetzt unser Mythos-Kartenstapel, und wer das Genre kennt, der weiß: Mythos-Karten sind nie was Gutes. Denn da werden sich Gegner bewegen, da wird irgendwas Schlimmes passieren. Aber wir müssen halt mit diesen Sachen leben, und das legen wir auch neben das Storyboard bereit. Okay. Was müssen wir überhaupt in diesem Spiel tun? Wir müssen den großen Algen besiegen. Das ist unser einziges Ziel. Doch wir können ihn erst besiegen, wenn wir das Ritual der Beschwörung unterbrochen haben. Das, wie das funktioniert, erfahrt ihr auf der Episodenkarte. Grundsätzlich ist es so, wenn das Ritual unterbrochen worden ist, kommt Hastor in unsere Welt hinein und dort können wir ihn dann bekämpfen und hoffentlich dann auch besiegen. Dennoch gibt es in diesem Spiel Effekte, die das Beschwören von Hastur oder von einem großen bösen Alten beschleunigen. Und das erkennt ihr hier an diesem Tracker. Immer wenn so ein Ereignis stattfindet, dass er diesen Track voranschreitet. Wie das funktioniert, zeige ich euch natürlich dann im Spiel. Wird es irgendwann sein, dass er dennoch in unsere Welt kommt, und zwar wenn er diesen roten Bereich erreicht hat. Und doch seid gewarnt! Dass er jetzt zu uns kommt, heißt nicht, dass wir ihn bekämpfen können. Denn solange das Ritual nicht unterbrochen worden ist, können wir den großen Alten nicht angreifen. Er aber uns. Das heißt, wir haben diese Zeit, um ihn quasi zu uns zu holen, damit wir ihn auch bekämpfen können. Kommt er schon eher, bevor wir das Ritual unterbrochen haben, dann müssen wir das versuchen, so schnell wie möglich noch zu unterbrechen, damit wir ihn dann noch natürlich besiegen können. Sollte Hastor irgendwann auf dieses Feld kommen, und er kommt ja an dieser Stelle auf unser Spielbrett, wird er ersetzt über dieses Token, das wandert ganz normal weiter, als wäre es die Miniatur. Würde irgendwann dieses Feld belegt werden, dann hätten wir natürlich auch das Spiel verloren. Weitere Niederlagebedingungen sind, wenn unsere Ermittler sterben. Aber da gibt es zwei Differenzierungen. Einmal, wenn sich Hastur noch nicht in unserer Welt befindet und einmal, wenn er sich in unserer Welt befindet. Ist er hier noch auf diesem Board, haben wir das Spiel verloren, sobald nur ein Ermittler stirbt. Da müssen wir also Sorge dafür tragen, dass das nicht passiert. Ist Hastor in unserer Welt und stirbt einer unserer Charaktere? Dann ist das nicht gut, aber wir haben immer noch die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Und sobald er in unserer Welt ist, dürfen auch Ermittler sterben und das Spiel geht dennoch weiter. Sind aber dann alle Ermittler irgendwann tot, dann hätten wir natürlich auch das Spiel verloren. Zu beachten ist, dass der große Alte immer besondere Fähigkeiten mit sich bringt. Und das seht ihr immer an der obersten Karte hier bei Hastor Stage 1. Müsst ihr immer darauf achten, dass, wenn irgendetwas passiert im Spiel, der entsprechende Effekt ausgeführt wird. Wenn Hastor dann später in unsere Welt kommt, wird die erste Karte zur Seite gelegt und die zweite Karte kommt zum Vorschein. Aber Achtung, die anderen Karten, die gegebenenfalls hier von der Stage rüber wandern, sind immer noch aktiv. Das heißt, er bekommt zusätzliche Effekte. Und ihr müsst euch dann durch die einzelnen Stadien durchkämpfen, indem ihr meist halt Trefferpunkte auf ihn landet. Und wenn dann irgendwann die letzte Stage-Karte besiegt worden ist, dann ist Hastor auch besiegt. Oder der große Alte, je nachdem welcher. Es ist also ein langer Weg und er wird halt von Kampfrunde zu Kampfrunde stärker. Aber hoffentlich wir Ermittler auch. Okay, das zum groben Überblick. Ich würde sagen, gucken wir uns doch mal schnell die einzelnen Karten an, damit wir uns schon vorbereiten können auf das, was passiert. Und danach gibt es natürlich auch den nächsten Schritt, wir müssen uns unsere Ermittler auswählen. Beginnen wir mit Hastor selber. Er hat von Anfang an die Fähigkeiten, wenn er diesen Track entlang wandert und jedes Mal eine Stufe nach vorne geht, wird der Effekt ausgelöst. Der Effekt sagt ganz einfach am nächsten Spawnpunkt vom aktiven Ermittler, Kommt so ein Schüler von Hastur und an allen anderen Spawnpunkten, was ja halt dann noch zwei sind, jeweils ein Kultist. Das heißt, wir haben drei weitere Gegner allein, nur wenn er halt eins nach vorne wandert. Wir werden das im Spiel nicht verhindern können. Das werdet ihr dann sehen. Des Weiteren bekommt der aktive Ermittler noch so ein gelbes Zeichen, dass es meistens nichts Gutes, denn es stärkt Hastur dann, wenn er dann später dann angreifen wird, wenn wir gegen ihn kämpfen. Deswegen sollten wir das versuchen, weitestgehend zu verhindern. Und dann noch seine Schergen, das sind die Kultisten, die beten Hast du an, haben keine weiteren Fähigkeiten und die Schüler haben die Fähigkeit, wenn sie Schaden anrichten an uns, müssen wir uns entscheiden, ob wir ein gelbes Zeichen nehmen oder ein weiterer Kultist beschworen wird. Also auch diese sind dafür zuständig, dass noch mehr Gegner aufs Spielfeld kommen oder wir halt durch die gelben Zeichen weiter geschwächt werden. Aber das erstmal nur zum groben Ausblick. Das werden wir natürlich dann im Spielgeschehen live sehen. Gucken wir mal noch nach rechts. Da geht es nämlich darum, wie wir das ganze Abenteuer direkt bestreiten. Die Episodenkarte beschreibt nämlich, wie wir das Ritual unterbrechen können, damit halt Hastur zu uns beschworen wird und wir ihn natürlich auch angreifen können. Jede Episodenkarte, egal welche Episode ihr spielt, wird immer mit einzigartigen Aktionen daherkommen. Als erstes der Deck, den hatte ich euch vorher schon vorgetragen, den kennt ihr schon. Und dann haben wir unten in diesem weißen Bereich zwei Aktionen, die nur in dieser Episode möglich sind. Wir können nämlich die erste Aktion dafür verwenden, um nachzuschauen, wo sind denn die Zauberer, wo sind denn die ganz normalen Tänzer. Jedes Mal, wenn wir eine Aktion durchführen, können wir im gleichen Raum zwei von diesen Maskenblättchen aufdecken. Und sind das ganz normale Tänzer, müssen wir sie wieder umdrehen. Ist es ein Zauberer, können wir sie aufgedeckt liegen lassen. Die zweite Aktion, die möglich ist, dass wir so ein Maskentoken bewegen können um ein Feld. Inklusive die Zauberer. Und das ist nämlich unser Hauptanliegen. Das hat was mit dem Ritual zu tun. Denn alleine aufdecken reicht noch nicht, um das Ritual zu unterbrechen. Denn um das Ritual zu unterbrechen, müssen wir alle vier Zauberer finden und sie zur Küste locken. Bedeutet also, wir müssen alle versuchen zu finden alle vier zauberer und sie dann mit diesen speziellen aktionen auch noch hier hinter auf das feld locken sind dort alle vier zauberer vorhanden dann wäre das ritual unterbrochen und hastor würde zu uns in die welt kommen und wir könnten ihn natürlich ihn dann auch angreifen und hoffentlich besiegen doch das ganze ist ja nicht nur schon schwer genug es wird noch schwerer wenn unser großer alter einfeld weiter nach vorne geht auf dem tracker dann bedeutet das nämlich dass wir alle zauberer wieder umdrehen müssen und dann wird alles wieder in dem gleichen raum gemischt das heißt mit allen tänzern und dann beginnt der ganze spaß wieder von vorn wäre also eine sehr gute taktik wenn wir die zauberer immer alleine in einem raum lassen dann mischen sie sich nicht mit den anderen gästen und dann müssen wir die ganze sache nicht nochmal machen. eine weitere besondere regel in der episode ist wenn irgendein effekt ein maskentoken ein nicht aufgedecktes zerstören würde dann wird nachgeguckt was ist es ist es ein ganz normaler tänzer wird der vom spielfeld entfernt ist es ein zauberer bleibt dieser wird einfach nur offen hingelegt. In dem Sinne auch ein Effekt, um gegebenenfalls die Zauberer aufzuspüren. Letzter Effekt natürlich, wenn der große Alte beschworen worden ist, dann werden alle Tänzer- und Maskentokens vom Spielfeld entfernt und haben für den weiteren Verlauf keine Relevanz mehr. Okay, dann wissen wir erstmal, was wir zu tun haben. Schauen wir uns doch schnell die beiden Monster an, die die Episode mit sich bringt. Einmal die tiefen Wesen, die sind sehr unangenehm, denn jedes Mal, wenn sie Schaden anrichten, also Wunden zufügen, beschwören sie ein weiteres tiefes Wesen auf. Dem Feld und dadurch vermehren sie sich immer mehr. Deswegen sollte man versuchen, diese so schnell wie möglich wegzumachen. Und dann haben wir hier noch die Hunting Horrors. Die sind sehr, sehr stark, was den Angriff angeht. Und sie haben halt vier Lebenspunkte. Werden wir werden uns nachher im Spiel natürlich alles noch genauer anschauen, wie das mit dem Kampf funktioniert. Und hier ist es so, wenn sie einen Kampf überleben, dann bekommt der Angreifer automatisch einen Wahnsinnspunkt dazu. Er verlierst also eine geistige Gesundheit. Auch das hat natürlich ganz starke Effekte in dem Spiel. Und da müssen wir auch darauf achten, dass wir da eine gute Balance hinkriegen. Aber auch das werden wir dann direkt im Spiel alles miterleben. Okay, Episode ist komplett vorbereitet. Wir wissen, was wir zu tun haben. Hast du es bereit? Wir aber noch nicht, denn uns fehlen noch die Ermittler. Und die werden wir jetzt auswählen. Cthulhu Death May Die kommt im Basisspiel allein schon mit 10 Ermittlern, also eine ganz große Menge, was auch an Helden da ist, sodass ihr ja auch gewisse Variabilität dahingehend habt, mit welcher Spielfigur ihr spielt. Ich werde das Ganze zufällig auswählen. Ich habe hier einen 10-seitigen Würfel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und werde jetzt 2 Ermittler auswählen, denn in einem Solospiel müsst ihr mit mindestens zwei Ermittlern spielen. Da fangen wir mal an. Wir haben einmal eine 7. Das wäre in dem Fall Rasputin. Und wir haben eine 2. Na, passend dazu haben wir Sister Beth. Wenn ihr eure Ermittler gewählt habt, dann macht euch am besten erstmal mit dem Sheet vertraut. Auf der Rückseite hatten wir gerade gesehen gehabt, da ist so ein bisschen Flavor Tags, Rasputin kommt aus. Russland, er hasst es immer wieder zu sterben, denn er hat eine besondere Fähigkeit und die erkennt ihr hier auch auf diesem Sheet. Denn die erste Fähigkeit charakterisiert jeden einzelnen Ermittler und ist einzigartig. Die anderen Fähigkeiten, die könnten überall mal wieder vorkommen, ist immer eine gesunde Mischung. Aber dass er halt immer wieder stirbt, liegt daran, dass er in vergangenen Zeiten mal von einem Kult gefangen genommen worden ist und immer wieder gefoltert wurde. Und da haben irgendwelche Zauber ihn mit einem Fluch belegt, dass er halt nicht sterben kann und immer wieder gefoltert werden konnte, ja, er ist dabei gestorben und konnte dann weiter gefoltert werden. Dann hat er sich irgendwann gerecht an dieser ganzen Geschichte und hoffte damit diesen Fluch zu brechen. Die Energie wird schwächer, das stimmt für ihn. Das heißt, irgendwann wird er sterben, aber er hat sie noch etwas und deswegen auch seine erste Fähigkeit, unsterblich, er kann nämlich einmal wieder ins Leben zurückkehren. Des Weiteren hat er noch eine arkane Meisterschaft und er ist in der Lage, sich zu prügeln, Brawling. Aber die Fähigkeiten kommen wir nachher im Spiel nochmal genauer drauf zu sprechen. Was benötigen wir noch? Wir benötigen natürlich noch eine Miniatur. Da gibt es für Rasputin diese. Dann wählen wir noch eine Farbe für ihn aus. Es gibt fünf verschiedene Farben. Ich würde jetzt hier Rasputin ganz einfach mal Orange nehmen. Weil halt seine Hände so orangefarben sind. Das denke ich mal, ist für mich eine gute Erinnerung, welche Miniatur welcher ist. Des Weiteren habt ihr für jede Farbe, die ihr euch gewählt habt, so kleine Tentakelmarker. Und die sind dafür da, hier auf dem Board die einzelnen Sachen anzuzeigen. Als erstes die geistige Gesundheit oder der Wahnsinn, wie er verfallen ist, wird hier oben auf diesen Tracker. Angezeigt. Was das bedeutet, natürlich dann alles im Spiel. Und dann bekommt er jede seine Fähigkeit immer erstmal schon auf Level 1. Automatisch macht er jeweils so ein Tentakelmarker drauf. Und zu guter Letzt hat er hier unten noch einen. Stresslevel, das heißt er kann sich selber unter Stress setzen und dadurch ebenfalls Würfel noch mal werfen. Alles das natürlich dann im Spiel ganz hier unten und seinen Lebenstracker hat er auch, wenn natürlich dieser Marker hier unten ist, dann stirbt Rasputin. Des Weiteren ist ein Ermittler besiegt, wenn natürlich sein Wahnsinnstracker hier auf diesen Bereich kommt, dann stirbt er auch. Aber Achtung, Rasputin. Wirkt diese Fähigkeit nur, wenn er durch Wunden stirbt und nicht durch diesen Wahnsinnstracker? Also, da kommt er nicht wieder zurück ins Leben. Übrigens, was ihr hier ringsherum seht, das ist in der normalen Verkaufsversion nicht dabei. Das kam über die Kickstarter, ist nicht zwingend nötig. Ist ein sogenannter Anti-Knock-Sheet. Da kann man quasi diese Charaktertableaus da hinein machen und hat feste Aussparung für diese einzelnen Tracker. Und wenn ich hier am Tisch ein bisschen rumhantiere, dann passiert mir das nicht so leicht, dass hier irgendwas verschoben wird. Ist eine sehr hilfreiche sache zwingend nötig ist es aber nicht unser zweiter ermittler war ja Sister beth auch hier ein bisschen flavor-taxi kommt aus kolumbien Sie hat sich dem Okkulten ein bisschen verschrieben, hat eine lange Vergangenheit, ist in vielen Krankenhäusern, Sanatorien und sowas gewesen und ist so ein bisschen Experte geworden für das Okkulte und weiß, dass irgendwann die Erlösung für sie kommen wird auf diese Weise, wenn sie halt gegen diese bösen Mächte kämpft. Das heißt also, für sie ist es eine Passion, das Ganze zu bestreiten. Auch sie hat natürlich drei Fähigkeiten. Die erste charakterisiert sie ein bisschen. Also es ist ein bisschen eine mentale Kraft, die sie hat. Sie kann nämlich Sachen die die sie sonst in den Wahnsinn treiben würde, für sich kanalisieren und gegen die Gegner oder für irgendwelche Sachen dann applizieren. Aber wie gesagt, zu den Fähigkeiten kommen wir später nochmal. Auch sie hat die Fähigkeit Brawling, das heißt, sie kann sich auch sehr gut mit Gegnern auseinandersetzen. Als Sister, okay, weiß ich nicht thematisch, ob das sehr gut passt, aber in dem Fall ist es eine Fähigkeit von ihr und sie ist etwas zäh. Auch das ist für eine Ordensschwester eigentlich recht untypisch, aber in dem Charakter ist es halt so beschrieben. Natürlich hat sie auch eine schicke Miniatur, die wir nachher auf dem Feld sehen werden. Und für sie werde ich hier so Purple-Lila-Farben nehmen. Und dann kann ich die zwei auch sehr gut auseinanderhalten. Zu guter Letzt die kleinen Tentakelmarker für die geistige Gesundheit. Die drei für Level 1 jeweils ihrer Fähigkeit, ihrem Stress und ihren Lebenspunkten. Okay, dann haben wir unsere beiden Charaktere bestückt. Naja, nicht ganz. Etwas Kleines fehlt noch. Und zwar unsere Ermittler, die hier an diesem Spiel dran teilnehmen, die sind geistig nicht ganz so stabil. Klar, wer ist so verrückt, um gegen so einen großen, mächtigen Alten anzutreten? Da muss man nicht alle Sinne unbedingt hundertprozentig bei sich haben. Und deswegen bekommt jeder Held von uns eine sogenannte Psychose-Karte. Das verändert jeden Charakter nochmal auf eine sehr individuelle Weise. Und ihr seht, es eine ganze Menge. Und diese Psychose wird ja auch nicht los. Die behält er ja bis zum Spielende und muss halt damit leben und das sind seine Taktik mit einfließen. Psychosen werden meistens ausgelöst, wenn eine bestimmte Schwelle an geistiger Gesundheit erschöpft worden ist und da muss man immer genau darauf achten, wann man dies gegebenenfalls auslösen lässt. Und dann fangen wir mal mit Rasputin an. Er hat Kleptomania, okay. Und dann haben wir für Sister Beth Short Term Memory Loss. Okay, gucken wir uns die beiden Psychosen nochmal an. Unser Rasputin ist somit ein Kleptoman. Das heißt, er muss irgendwas immer wieder klauen, das ist halt so seine Erkrankung, die er hat. Wann passiert das? Das passiert immer dann, wenn dieses Symbol, deswegen ist das auch auf diesen Psychosekarten drauf, über diese geistige Gesundheit ausgelöst wird. Also jedes Mal, wenn dieses Tentakel auf so einem Feld kommt, muss diese Karte ausgeführt werden und das solltet ihr in euer Timing, in eure Taktik auf alle Fälle mit einbinden. Wenn die Psychose ausgelöst wird, passiert Folgendes. Wenn er sich mit einem anderen Ermittler auf demselben Feld befindet, dann kann er ihn einem Gegenstand, einem Companion oder irgendwas, was er mit sich rumschlägt, stehlen. Und kann dafür sein komplettes Stress wieder zurücksetzen, das heißt komplett heilen. Ist aber nichts zum Stehlen da oder steht da nicht mit einem anderen Ermittler auf einem Feld, dann bekommt er zwei Stress. Auch das sollte man auf alle Fälle immer berücksichtigen, dass dahingehend ganz schnell mal dieser Stresslevel nach oben gehen kann, wenn er halt nichts zum Stehlen hat. Das Stehlen selbst ist gar nicht so schlimm, weil es wird ja nur ein Gegenstand von einem Charakter zum anderen transferiert und man hat auch die Handelfähigkeit, man kann also Gegenstände auch wieder dann gegebenenfalls zurückgeben. Also man sollte schon versuchen, dann zusammenzukommen, dass sein Stress halt nicht so schnell in die Höhe schnellt. Auch Sister Beth hat natürlich eine Psychose, sie verliert immer wieder Sachen, vergisst immer irgendwas und das ist natürlich relativ nervig, denn jedes Mal, wenn sie über ihre geistige Gesundheit diese Markierung für diese Wahnsinnsmarke erreicht, muss sie eine Erkundungskarte, also Gegenstände, Companion, alles, was man so gegebenenfalls finden kann im Laufe dieser Partie ablegen, um dafür natürlich ihren Stress wieder voll zu heilen. Besitzt Sister Beth überhaupt keine Erkundungskarte, dann geht der Stress natürlich hoch. Zwar nur um eine Stufe, aber er geht hoch. Aber es ist nicht ganz so schlimm, wenn das nur ein Stress ist. Das Schlimme daran ist, dass dieser Gegenstand ja tatsächlich weg ist oder diese Erkundungskarte bedeutet, wir müssen im richtigen Moment versuchen, eventuell über eine Tauschaktion die Ermittlungskarte an Rasputin zu geben, damit sie halt diese Sache nicht vergisst oder verliert. Und das könnte natürlich etwas Anstrengend werden. Wir sind mit dem Aufbau fast fertig. Wir müssen nur noch unsere Charaktere, unsere Ermittler hier auf das Feld für das Startfeld geben und zufällig einen Startspieler ermitteln. Das mache ich ganz einfach hier wieder mit einem D6, Rasputin gerade Zahl und Sister Beth ungerade Zahl. Und wir haben eine ungerade Zahl, das heißt Ladies First, Sister Beth wird unser Startspieler sein. Liebe Freunde, damit haben wir das Setup zu Cthulhu Death May Die abgeschlossen. Wir haben uns einen großen Alten gewählt, das ist Hastur. Wir haben uns eine Episode gewählt, Episode 3. Für mich alles komplett unbekannt, deswegen wird eine spannende Geschichte werden. In dieser Episode sind wir auf einen Maskeball und müssen Zauberer entdecken, die sich unter die Gäste gemischt haben und müssen davon vier Stück zur Küste locken. Und wenn wir das geschafft haben, ist das Ritual unterbrochen und dann kommt Hastur in unsere Welt und wir können ihn besiegen. Als Ermittler haben wir Rasputin und Sister Beth gewählt. Alle beide haben ihre Psychose gewählt. Mal sehen, ob wir damit klarkommen. Ich selber habe auch diese beiden Ermittler noch nicht gespielt. Also ist die komplette Partie für mich eine Art Neuland. Und dann gehen wir natürlich jetzt gemeinsam, beziehungsweise beim nächsten Mal, wenn es dann um die Regeln geht, hier in diesem Playthrough weiter voran. Und dann hoffe ich natürlich, dass ihr dann wieder mit dabei seid, wenn wir hier gemeinsam Cthulhu Death May Die spielen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach einen Daumen nach oben, empfehlt mich weiter oder abonniert den Kanal. Wenn es euch sogar möglich ist, ein Support auf Patreon oder eine Kanalmitgliedschaft hilft natürlich, meinen Kanal weiterhin am Laufen zu halten. Und dann wünsche ich euch natürlich alles Gute, habt Spaß am Spiel, bis zum nächsten Mal, euer Genu.